Und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück bei Let's Play Outlast Whistleblower mit der Niki Oll. Hi. Und ja, sie ist ja jetzt dran, sie darf den zweiten Part beginnen. Okay, du darfst. Der erste Part war ja schon krass, es ging ja richtig schon los. Ja, alles geht krass weiter. Ich schwitze die Tastatur voll. Was, wenn ich da runter gehe, wo muss ich dann hin? Da rechts das Ding wegschieben. Da steht auf wahrscheinlich, oder? Wie schiebe ich das weg? Linke Maustaste gedrückt halten. Und schieben. Da rechts läuft! Bitte die Tür aufmachen. Mach Licht aus, das sieht nichts. Andere Richtung. Jetzt? Oh, hier ist ja schon aus. Ah! Ja, den Knopf drücken. Jetzt? Warten. Ich kann doch zoomen, oder? Ja. Aber sonst nicht mal zurück. Was sieht hier? Wie ist der Notiz? Okay. Die Ärzte sind krank. Warte, Moment, das war falsch. Zurück unten. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen, habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute ermordet oder schlimmer. Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als er ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete er, er sei Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben und änderte seine Geschichte, sagte er. Er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Oh ja, die ich werde Therapie trotzdem schlägt ihre Wellen. Kann ich mich da drin verstecken? Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder einer durch die Tür gerannt. Jetzt wissen wir, wie alle Leute krank geworden sind. Das hat sich auf einmal ausgebreitet. Kommt jemand? Hallo! Ich will immer E drücken. Muss ich schnuffen? Ah! Ah! Hilfe! Muss ich hin? Ich hätte da reingemüsst. Verdammt. Ja, da wo du aufgemacht hast. Was? Warten, desinfiziert. Lass mich raus, lass mich raus. Ich folge dem. Fotze! Verriegel die Tür, jetzt! Wohin? Da ist Dokument aufheben. Und lesen. Okay. Das ist aber ein Dokument. Whalen Parks Rücktritt. Ich zitter schon voll. Müssen wir das echt vorlesen? Ich lese vor. Okay. Mr. Grant, es ist möglich, dass Sie in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park aus Little Co. kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung Ihres Ehemanns Whalen bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, voriger Beratervertrag 828 trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychiatrischen Erkrankung zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Information mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff Psychiatric großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Mrs. Park hatte einige wenige freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen und ich versichere ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes die Krankheit ihres Mannes betreffend anfechten könne. Würden dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zurückgetreten sei. Dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Oh. Der Bilanz Hösle, unsere Frau. Jetzt zu schnell drehe. Übersiehst du ja alles. Was? Warum? Ist doch nichts. Du bist so wieder rumfuchtelst.
alles angucke. Alles sehen, auch die ganzen Leichen. Lecker. Jetzt, wo muss ich hin, Da ist nix. Dahin? Guck mal, ob da was ist. Nein, wahrscheinlich rechts lang. Da, wo er hergerannt kam. Renne ich die ganze Zeit. Okay. Nur wenn du weißt, dass er kommt. Wo redet der? Da vorne wahrscheinlich. Ist dunkel. Achso. Hallo? Du kommst da nicht durch, ne? Nope. Mache Licht wieder aus, weil Batterien haben wir nicht so viele. Nee, kannst nichts machen. Okay, hätte das sein können. Guck mal. Vielleicht hoch? Ne. Zurück kannst du auch nicht, oder? Bestimmt haben wir hier irgendwas übersehen. Und wir lang müssen. Links, links. Tür. Ist ah, zu. Nee, doch bestimmt nicht. Da geht gar nichts. Da hoch? Das könnte möglich sein. Yep. Ja, scheint so. Oh ja, speichert. Das hat sich immer genommen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh Gott! Kann ich mich verstecken? Ich will mich da verstecken. Lass mich da rein. Danke. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Ich hab da so Angst. Die Geräusche. Da quietscht nur ein Schild oder so. Hallo? Hallo? Wo kommen wir jetzt eigentlich her? Da die Tür. Guck mal, in der Tür rein kannst. Hallo? Liegt da was? Nein. Bitte danke. Keine Batterien? Hier liegt auch nichts. Da muss ich da runterklettern wahrscheinlich. Da vielleicht? Ach nee, die ist zu. Darüber. Wenn du darüber kannst. Ja. Wo hinter dir? Da was drauf liegt? Nein, nicht da. Auf rechts. Rechts. Andere Seite. Okay, Moment. Nein, nein, da ist nichts. Okay. Links. Was hell ist? Genau, da mal gucke. Hallo? Hallo? Geradeaus, guck mal hinterm Bett. Batteries! Immer in der hinterste Ecke, normal. Da hat jemand geschrien. Kann ich mich da verstecken? Ich will da runter. Hallo? Hallo? Ich finde da. Oh nee. Nicht Mr. Fetti Fett. Ich habe Angst, ich will da nicht hin. Oh nee, nicht der. Och Mann, ich will nicht. Magst nicht du weiterspielen? Guck mal, schön. Ich bin gerade schon vom Spiegel, von dem Glitzer da unten da. Was macht der da? Essen. Schlachten. Muss ich da an dem vorbei? Es ist lecker. Film mal das, ob da irgendwas in die Notiz kommt oder so. Boah, Alter. Film mal rechts, die Gedärme. Ja, auch nichts. Kann ich mich ducken? Ja. Angst. Boah, es ist krass. Es ist richtig krank. Guck mal, ob da was liegt. Guck halt nicht. Ich hab Angst, dass der kommt, Alter. Der kommt auf jeden Fall. Welche Tür, dir oder die? Das ist krank, ey. Krass. Alter, ich will nicht mehr weiter. Könnt doch zu ihm rein. Ist der Koch? Kocht Alter, was? Mein Herz. Hey. Alter. Guck mal, da liegt eine Leiche. Da hockt eine Leiche. Alter, wenn ich da jetzt vorbeikomme, dann kommt er. Wo renne ich dann hin? Hey, ich zitter gerade total. Hey, das ist der Wahnsinn.
Guck mal, das ist der Koch. Ist nur, sag mal ein Koch Hallo, der kocht dir was Schönes. Wie der aussieht. Wie der aussieht. Hallo! Okay, wenn ich rennen muss, wo muss ich, wo kann ich, Alter? Alter, ich muss hier direkt vor dem seine Nase entlang laufen. Ist das so gewollt, weil er sicher irgendwie springt dann oder so? Ich hüpfe ja auf den Tischen, weißt du, du guckst ja nicht mal auf den Tischen und so. Warte. Wenn dich jetzt geduckt zieht oder nicht? Guck. Verdammt. Film mir mal. Oh! Oh! Leck mich. Hilfe! Lass mich raus, lass mich der raus! Nur was zerquetscht, er kommt ja nicht nach. Oh! Ich bin die ganze Zeit geduckt, das bringt dir auch nichts. Ich hab Angst, ich will da rein. Kann ich da rein? Bitte kann ich da ins. Ich pass da rein. Kann ich bitte da rein? Genau, in den Schrank ohne Tür. Ach, Scheiße. Ich komm da rein. Alter, ich zitter gerade voll. Da ist ja gar nichts. Was müssen wir hier machen? Da rechts ist du geteilt. Mal Batterie noch. Ja. Die Tür muss von den Handschellen befreit werden. Kannst nichts machen. Mausk. Taste linke. Ja, wahrscheinlich muss ich was holen. Alter, muss ich jetzt wahrscheinlich zurückgehen und so eine scheiß stepperte Säge holen. Ja. Guck mal, ich schweb. Okay. Zu. Komm hin. Alter. Oh, das sieht hier nach Jump'n'Run aus. Ja, ich bin da so schlecht und so. Alter, ich spitze hier die ganze Tastatur voll. Das ist so ekelhaft. Oh, lecker. Ich komm hier doch nicht raus. Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe. Oh, Gott. Die haben nicht so weit hinein normalerweise. Das wäre ein Zufall, wenn die jetzt das dazu gemacht haben. Guck mal, was da vorne noch ist. In dem Gang. Okay, das ist nix. Ja, du musst dahin, wo es ist. Ich hab das jetzt gesehen. Aber ich hab sogar mit meinen Füßen gestrampelt. Dass das schneller läuft, oder? Kommt links jetzt. Links kommt er dann. Geh ich jetzt hier rein. Ist aber heller, sieht er nicht. Ich gar nicht. Lalalalala. Ich renne einfach. Nein, ich renne andersrum. Ah! Deine Arme, genau. Hilfe, 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 Hilfe. Hallo. Geh. Wir kriegen das nie fertig mit mir. Das sagt mir doch. Es wird mindestens 10 Stunden Spielzeit. Ich verkürze dir auf 5. Ja, und was mache ich jetzt? Wie kriege ich den da jetzt Der rein? Läuft ja auch seine Wege. Eigentlich muss ich ihn hier rein locken und dann hier die Runde drehen. Normalerweise. Der wartet da hinten. Kann ich das wegschieben? Nein. Ich könnte jetzt rein theoretisch auch dran vorbeilaufen, ne? Je nachdem, wo er jetzt ist. Kommt drauf an, wo wir jetzt hin müssen. Geradeaus, ne? Ja, da kommt er. Bist du auch schnell genug wie ich? Ich hab Angst. Rechts.
Nein! Ah, wo muss ich jetzt? Links! Da durch, geradeaus, jetzt! Ah, ich bleib hängen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich muss hier nirgendwo hinrennen, oh Gott! Rechts durch die Tür! Oh! Da links! Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah, auf doch! Ah, ich sehe nichts! Kamera, weißt du? Aber keine Kamera nicht. Nein, verdammt, auf! Ja, ich sehe nichts, scheiße! Die Kamera hinnehmen! Hör auf, hör auf, hör auf! Die Kamera, ich. Keine Ahnung! Ah! Tot. Schon. Wo sind wir? Da, wo du rüber musst, nach links. Nein. Ah. Warte. Wie viele Minuten haben wir denn schon? Oh, ich bin doch für sowas viel zu schreckhaft. Links ist er schon, oder? Hinter mich, da kommt er! Ah! Oh Gott! Ich lauf, lauf doch! Ich muss essen! Ich muss essen! Rechts! Ich bin schon wieder voran vorbei! Ach so! Ja, toll, du bist wieder rausgegangen. Ja, ich hab Angst, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da ist irgendwo ein Schlüssel. Nein, lass mich rein, 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 lass mich rein. Wo muss ich hin, wo muss ich hin? Sag doch was, hilf mir doch. Ich sehe doch nichts, wenn du ganz so rum. Ah, scheiße, ich bin schon mal da draußen. Ja. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier geht's nirgends hin. Moment, Hilfe, Moment, Hilfe. Ah, geh doch. Weg. Das verfolgt dich nicht. Bleib nochmal still! Oh! Da ist er schon wieder. Versteck dich da unterm Bett. Okay, wie kann ich mich da verstecken? Sie schreit ja alles zusammen. Hallo! Bitte nicht. Bitte nicht! Sexy Hintern. Oh yeah. Alter, mit einer Säge, Alter. Was sagt der Koch? Ach so. Alter, jetzt bitte nicht, oder? Geh. Okay. Also jetzt habe ich mir gedacht, ich finde einen anderen Weg, okay? I'll find another way. Ich hab deine Todesängste, okay. Wo muss ich hin? Hinten irgendwo im Hinterraum muss was sein. Also gehe ich jetzt raus? Der Hinterraum, ist nicht rausgehen. Ja, ich meine hier, ja, wohin jetzt? Rechts, da hinten im Raum. Da! Nein! Da! Ich bin schon so planlos. Ja, hey, so. Hier muss irgendwo rausgehen, meinst du? Hier muss. Nein, hier muss ein Schlüssel sein für die Handschellen normalerweise. Ach du Scheiße, das finde ich doch niemals. Da, guck mal im Licht, geradeaus. Guck mal da irgendwo. Okay, da liegt nix. Hoffentlich kommt der nicht nochmal, Alter. Da geradeaus liegt was, oder? Oder war das jetzt einfach nur Alus? Lust dich mal aus. Alter, verarsch mich nicht. Ich höre keine Schritte. Ja, ich hab voll die Paras. Ich höre gerade alles überall. Guck mal vorne im Nebenraum. Da vorne? Guck mal hoch. Da kommt, ich höre Schritte. Und seine Säge höre ich. Hätte ich glaube gesehen. Ja? Ja, komm, geh weg, du musst rein, ja, sieht er dich? Boah. Jetzt kommt er so ums Eck gesprungen, so. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also, er läuft seine Runde, er läuft immer um den Kreis. Also, muss irgendwo, müsste ja irgendwas liegen. Läuft aber schnell auf.
Eine Runde. bitte nicht, sonst muss ich rennen, wenn ihr hier reinläuft. Jetzt ist er weg. Ich laufe trotzdem so. Jetzt kommt er bestimmt von hier wieder rein. Da sieht er mich hundertprozentig. So Schiss, Alter. Ja, wo kommt was? Irgendwo muss das liegen. Du warst ja nicht überall drin. Also nicht mal rumgeguckt. Ich hab da keine Zeit zum Gucken. Du musst dir die Zeit nehmen. Ich bin froh, wenn ich nicht sterb. Alter, der gibt mir voll auf den Keks jetzt. Er kommt. Was? Nein, hör auf. Verarsch mich nicht. Das kommt links im Nebenraum. Hörst du ihn? Mhm. Alter. Mir ist so warm. Da vorne läuft er. Die ganze Tastatur voll. Das ist voll eklig. Läuft er gerade in den Raum hinter. Also kann ich hier raus? Er ist jetzt in dem Raum, wo du dich vorher versteckt hast. Achso, okay, dann warte ich lieber. Haben wir Zeit. Jetzt kommt er wieder zurück. Da ist er. Also, wenn ich jetzt rausgehe, sieht er mich, gell? Ja, wenn er jetzt da reinkommt, ja. Also hier müsste irgendwas sein, sonst wird er nicht die ganze Zeit hier rumlaufen. Muss ich raus. Das ist keine andere Wahl. So, in den nächsten Parts zockst nur du und ich guck zu, das reicht. Das ist nervenaufreibend genug für mich. Weil die beschweren sich bestimmt alle dann, ja, da geht ja nichts vorwärts mit der Niki. Das ist ja furchtbar, da kann ich ja gar nicht gucken. Ja, was ist jetzt, Bruder? Werde ich gleich ganz beschucke hier. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt er. Das ist normal. Hören. Wenn er jetzt kommt, schaut er genau unter das Bett. Und? Wo läuft er? Rechts. Hm? Hinter uns? Neben da vorne. Uns? Also er läuft hier gar nicht durch. Außer er weiß, dass du da bist, dann läuft er da durch. Läuft wieder zurück. Checken jetzt erstmal seine Wegrichtungs-Dings da ab. Dings da. Ja, jetzt? Wie lange muss ich noch da unten bleiben? Ich geh jetzt einfach hier raus. So. Hier ist nix. Ich hab Angst. Oh nein. Okay, komm. Niki, du schaffst es. Hier ist nichts. Nein. Kann nur noch drüben in dem, da wo er ganz durchläuft. Was sein? Jetzt kommt er. Da ist er gerade. Ein Akna hinter uns. Mal links, ob da was liegt, da auf dem Schreibtisch. Geduckt bringt nichts, du musst schon gucken. Ja, aber Schleichen. Oh, Schleicher. Da. Batteries. Hier links, da ist ein Schrank zum Verstecken. Also hier ist auch nichts. Okay, Moment. Ja, systematisch so schnell das durchgehen, was man so. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir ja alles durchgeguckt. Es ging immer noch ein Weg gewesen. Eine Tür. Keine Ahnung. Hörst du? Nö. Doch da. So.
Schrank, mein bester Freund. Schrank. Schrank. Sehe ich nichts da hinten. Ach, ich brauche nichts sehen, nie wieder. 20 Minuten später. Ja. Alter, fick dich. Okay. Was ist jetzt da hinten? Jetzt krabbel ich dahinter. Und mach die Tür zu. Guck mal hoch. Hinter dir. Es kommt da gleich, sieht er dich. Ja, ich streck mich jetzt da hier so. Da sind wir. Da ist noch Raum. Ja, das, da, ach, da sind wir hierher gekommen. Hä? Soll hier noch was sein? Ich bin verzweifelt und also so richtig so. Ist da, guck mal nochmal an die Decke hoch rechts. Kann man nicht irgendwie rein, ne? Mm-mm. Ich bereite mich gleich aufs Rennen vor. Komme ich hier hoch? Nee, komme ich nicht hoch. Mm-mm. Aber ich kann dahin rennen. Wohin? Da, falls er mich jetzt rechts holt. Ja, irgendwas muss hier eher sein. Kann nicht sein, dass nur eine Batterie da hinten ist und er da rumrennt. Müsste ja irgendwo noch eine Tür sein. Vorne rechts oder so? Das folge ich ihm mal. Ja, wenn du so lange brauchst, gleich hier schon wieder zurück. Dann ja, aber der dreht doch jetzt nicht um, oder? Doch, gleich, wird rechts und links. Du bringt auch nicht viel. Ich muss da hin. Angst. Da ist nichts, also nur in den Räumen. Also wenn der hier so rüber geht, dann laufe ich dahinter. Ich guck doch noch meinen Räumen, solange er weg ist. Okay, er läuft ja. Irgendwas da bei dem Licht müsste doch hier irgendwas sein. Boden nix. Hier ist echt nix. Hoch, guck mal hoch nochmal. Lichtschacht ist oben. Ja, aber da kommen wir nicht hoch. Nö. Alter, ich schieb so Paras. Komisch. Zurücklaufen. Kann ich nichts anderes machen. Also den einen Gang wird er, oder? Wo wir ja hergerannt sind. Und nicht dich ganz wieder verstecken. Ich warte jetzt hier kurz ab und dann laufe ich dahinter. Ja. Sag dir in der nächsten Folge. So. Hallo! Hier! Genau, hier sind wir. Ah, nicht die Richtung. Kannst du recht? Ja. Warte so viel ab. Jetzt ist er wieder gleich vor dir. Steht er jetzt da vorne oder ist er da rüber gelaufen? Der ist reingelaufen. Welches? Da vorne? Tür. Ja, vorne. Laufe ich jetzt hier rein oder kommt er genau von da jetzt? Sieht nicht. Läuft immer anders. Ja, ohne Licht ist es perfekt. Sag ja! Du glaubst mir ja nicht. Oh, duck dich. Guck mal auf der Matratze in der Mitte. Da ist nichts, okay. Palus, dass immer irgendwo Sachen sind. Da geht in die erste Tür rein. Das ist für uns halt nicht da rein. Ja, aber wenn er mich da sieht, ist auch assi. Ja, aber wie willst du denn zurücklaufen? Das sieht nicht überall. Irgendwann soll ich mal Gas geben. Guck. Okay, wenn er das nächste Mal darüber geht, dann renne ich dann dahinter. Aber da vorne habe ich kein Versteck jetzt. Oder läuft der bis ganz zur Tür vor? Bis ganz zur Tür vor. Könnt ihr rein theoretisch?
kommt er zurück. What the fuck? Was kommt er davon, wenn man so lange wartet? Du siehst mich nicht, geh weg, du siehst mich nicht, du kannst mich. Schön. I can smell you. Jetzt sind wieder in der Ecke. Halbe Stunde später, immer noch in der Ecke. Musik, geh aus. Noch. Aber die Musik läuft doch noch so extrem. Der wird dich sehen, wenn du dahinter willst. Kannst du machen, was du willst. Bis ich wieder dran bin, keine Batterie mehr da, weil alles verschwindet. Oder die Matratze hoch, das Hochklettern kann ich auch nicht. Alter, ich will nicht mehr. Ich steck mich jetzt dahinter. Fest. Also. Okay. Ich trau mich nicht. Sagen, das war's mit dem Part hier. Das haben wir, hocken wir noch 5 Stunden hier. Ja, lass die Bewertung da. Hier für die Angsthasin hier. Ja, bitte stimmt mal ab, dass er weiterspielt und ich bloß nebendran sitze ja langweilig. Sitz und zuguck. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Outlast Whistleblower. Bis zum nächsten Mal. Ciao.